In wenigen Tagen wird SpaceX den 6. Testflug des Starship durchführen. Ein Schlüsselmoment auf dem Weg zur schnellen und vollständigen Wiederverwendbarkeit. Angepeilt ist der 18. November um 16 Uhr Central Time, also 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Startfenster ist 30 Minuten lang und Ersatztermine sind die beiden darauf folgenden Tage. Und ich werde natürlich hier auf Mars Chroniken streamen. Es gibt einige Unterschiede zwischen diesem und dem letzten Flug und diese schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Starship Flug 6, auch bekannt als Integrated Flight Test 6 oder kurz IFT 6 von SpaceX, steht unmittelbar bevor und die Spannung steigt. Dieser Flug ist nicht nur eine weitere Demonstration technologischer Meisterleistungen, sondern auch ein kritischer Test wichtiger Systeme, die für die Zukunft interplanetarer Missionen entscheidend sein werden. Flug 6 folgt auf die erfolgreichen Tests des Flug 5, bei denen der Super Heavy Booster erstmals erfolgreich mit den Armen des Startturmes gefangen wurde und die Starship-Oberstufe eine präzise Landung im Indischen Ozean hinlegte. Was aber nicht mit dem freien Auge zu sehen war, war, dass der Booster scheinbar Sekunden davon entfernt war, den Flug abzubrechen und eine Bruchlandung im Golf von Mexiko hinzulegen. So zumindest die Info, die Elon über X an die Öffentlichkeit drängen hat lassen. Dabei hat es sich allerdings um ein gesundes System und zu konservative Software gehandelt, die beim nächsten Test korrigiert wird. Bei diesem Flug werden wir Zeuge eines noch ambitionierteren Plans. Der Booster und die Oberstufe sollen erneut zur Erde zurückkehren, wobei zusätzlich die Fähigkeit des Wiedereintritts und der Landung während des Tages getestet wird. Da es beim Start in Starbase 16 Uhr Ortszeit ist, wird es bei der Wasserung im Indischen Ozean auch Tag sein. Bisher hatten wir immer Starts am frühen Morgen, was zu Landungen im dunklen Indischen Ozean führte. Ein markanter Unterschied zu den vorherigen Flügen ist die geplante Neuzündung eines Raptor-Triebwerks der Oberstufe im All. Ein entscheidender Schritt für zukünftige Weltraummissionen. Diese Demonstration wird die Fähigkeit von Starship-Testen, Manöver im Weltraum durchzuführen, die für die Platzierung von Satelliten und andere operationale Abläufe nötig sind. Denn das Schiff muss nicht nur ins All kommen, sondern auch noch dazu in der Lage sein, verschiedenste Orbits um die Erde, den Mond und den Mars zu erreichen, sondern es muss auch dazu in der Lage sein, aus eigener Kraft zurück zur Erde zu kommen. Darüber hinaus gibt es signifikante Hardware-Upgrades. Verbesserte Redundanz in den Booster-Antriebssystemen, verstärkte Strukturkomponenten und optimierte Softwarekontrollen für den Start und die Rückkehr. Diese Verbesserungen sollen die Zuverlässigkeit des Systems weiter steigern und uns dem Ziel eines vollständig wiederverwendbaren Systems näher bringen. Der Flug wird tagsüber stattfinden, was verbesserte visuelle Beobachtungen der Landungssequenz ermöglicht und wertvolle Daten für die Analyse des Wiedereintritts und der Wasserung liefert. Ein weiterer wichtiger Test wird der geänderte Wiedereintrittswinkel sein, der die aerodynamische Belastbarkeit des Starships unter extremen Bedingungen testet und Daten für zukünftige Landungsprofile liefert. In anderen Worten, Starship wird mit einem wesentlich aggressiveren Winkel in die Erdatmosphäre eintreten. Zusätzlich wurden auf jeder Seite 8 Reihen der Hitzeschutzkacheln entfernt. Schätzungsweise spart das ein Gewicht von rund 1 Tonne ein. Schau dir mal diese Bilder an, die SpaceX auf X gepostet hat. Das hier ist eine Kamera, die die Steuerfläche im Fokus behält. Die potenziellen Schwachstellen bei den Steuerflächen werden weiterhin gefährdet bleiben und Schäden davontragen. SpaceX nimmt diese in Kauf, da das Problem bei der Version 2, die bei Flug 7 zum Einsatz kommt, bereits behoben sein wird. Die Steuerflächen wandern weg von der Bauchseite, wodurch sie besser durch das Plasmaregime kommen sollten. Aber wie gesagt, frühestens ab Flug 7. Rechne also durchaus mit gegrillten Steuerflächen. Übrigens, mit dem Rabattcode MARS26 gibt es für die ersten 50 Einkäufe einen Rabatt von 10% auf den gesamten Einkauf bei planet-pioneers.de, mit denen wir eine unglaublich coole Kollektion herausgebracht haben. Also gleich zuschlagen. Aber zurück zum Starship-Testflug. Zu den primären Zielen von Flug 6 gehört es, die Wiederverwendbarkeit des Boosters und der Oberstufe zu demonstrieren. Das umfasst die sichere Rückkehr des Boosters zur Startbasis und dessen Fang durch die Arme des Startturms.
Beim ersten Start hat es beinahe makellos ausgesehen. Aber einmal könnte Glück gewesen sein. Wenn Sie es noch einmal schaffen, dann ist das Können. Für die Oberstufe liegt der Fokus auf der Testung neuer Wärmeschutzmaterialien und des kontrollierten Wiedereintritts. Auch die Neuzündung des Raptor-Triebwerks ist ein Schlüsselereignis bei diesem Test. Worauf ich hoffe, sind Live-Bilder von den Bojen, die im Indischen Ozean platziert sind, und das Schiff beim Wiedereintritt und bei der Landung filmen. Das wird ein Hammeranblick. Die Koordinaten des NOTAMs markieren diese Stelle südöstlich von Madagaskar für die Landung. Auch dieses Mal wird der Booster nur gefangen, wenn der Zustand des Boosters, des Turmes und der Fangarme einwandfrei ist. Ein Fangversuch erfordert weiterhin einen manuellen Befehl nach der Stufentrennung. Wenn Sie den Booster versenken, haben Sie Ersatzgeräte unmittelbar bereitstehen. Sollte der Turm beschädigt werden, kostet das potenziell gleich ein halbes Jahr, da auch der zweite Turm nicht vor dem Sommer 2025 einsatzbereit sein wird. Egal, ob alles gut geht oder nicht, rechne ich damit, dass wir bis Januar oder Februar 2025 auf Flug 7 warten müssen. Denn S33, das erste V2 Starship, hat gerade einmal Triebwerke erhalten und hat sie noch nicht einmal gefeuert. Die Rede ist von 25 Flügen im kommenden Jahr. Allerdings muss sogar ich sagen, dass das ein extrem ambitioniertes Ziel ist. Sogar für SpaceX-Verhältnisse. Speziell solange die zweite Startanlage noch nicht in Betrieb ist, sind nicht mehr als 10 oder 12 Flüge möglich, da die Instandsetzung nach jeder Mission mehr als 4 Wochen dauert. Und wenn Turm 2 in Betrieb ist, dann wird Turm 1 general überholt. Die aggressive Timeline ist jedoch notwendig, um zumindest laut Plan für Artemis 3 im September 2026 für die bemannte Mondlandung bereit zu sein. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Aber damit das klappt, muss bis dahin alles glatt laufen. Auch die Infrastruktur, also der dritte Turm in Florida, geht vermutlich erst 2026 in Betrieb. Und Produktionskapazitäten haben sie in Florida auch noch nicht. Also ist durchaus noch jede Menge zu tun, bevor sie zum Mond fliegen können. So wild das auch klingen mag, eine unbemannte Mission zum Mars 2026 ist wesentlich wahrscheinlicher als eine bemannte Mission zum Mond im selben Jahr. Du darfst nämlich nicht vergessen, dass sowohl für Mond- als auch für Mars-Missionen jeweils ein knappes Dutzend Starts zur Betankung notwendig sind. Eine Fähigkeit, die sie bisher nur in ganz kleinem Maßstab demonstriert haben. Den Link zu meinem Stream findest du unten in der Videobeschreibung. Richte dir gleich eine Erinnerung ein, teile deine Gedanken und Fragen im Kommentarbereich oder während des Streams und lass uns gemeinsam diese bahnbrechende Mission erleben. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.